Pfarrers. Lassen Sie mich einen kurzen Abriss seines Reporterlebens geben. 1933 in Berlin geboren, hatte er schon während seiner Schulzeit großes Interesse daran, Journalist oder Schauspieler zu werden. Und mit vielen verbindet sich eine gute Freundschaft. Dazu gehörten Larry Burrows, David Helvetem und Peter Schollatour. Airborne eine Verbindung zum Vorgelände des Massaker hergestellt. Und jetzt ist es möglich, die Verwundeten mit Hubschraubern auszufliegen. Sie landeten wie ein Schwarm Hummeln, blendeten uns mit Böen roten Staubes. Vor ihrer Landung rannten schon die Sanitäter mit den Tragbaren los. Aber nur Sterbende kamen auf die Bahren. Die anderen sprangen selbst auf die Erde und liefen abgerissen, blutend, hinkend, lachend, weinend auf uns zu. Einer, der hysterisch lachte, stürzte sich auf mich und schrie: Nehmt den Hügel, so war der Befehl, nehmt den verdammten Hügel. Aber das konnten wir nicht verstehen. Periode seiner Fotografenzeit. Überall war man den Taten der OAS ausgeliefert. Eine der markantesten Persönlichkeiten des modernen Fotojournalismus. Als Leiter der Fotoredaktion der AP in Saigon hat er von 1962 bis 1974 fast die gesamte Dauer des Vietnamkrieges bildnerisch dokumentiert. Viele der Fotografien von Horst Faas, seines eigene oder von ihm editierte, sind Bestandteil des kollektiven Bildgedächtnisses geworden. Meinen Freunden danken, die nach Hannover gekommen sind. Ich möchte Anne Ebert danken für die wunderbare Ausstellung, die ich heute zum ersten Mal sehe. Das letzte Mal, als ich diese Bilder sah, war es auf dem Boden des Hauses meiner Mutter, nachdem sie gestorben war letztes Jahr. Und ich war überrascht, dass da oben in der Loft fast mein ganzes Leben versteckt war. Und Michael hat das wiederentdeckt und daraus ist diese Ausstellung geworden. Und eins meiner Projekte ist natürlich da, na, jeder will ein Buch veröffentlichen, ne? Hoffentlich schaffen wir es. Albert erwähnte verschiedene Projekte, die ich vorhabe. Das ist immer gut, ein bisschen Propaganda zu machen, nicht? Ich arbeite im Moment mit einer französischen Journalistin an einem Buch über Henri Huet, der in meiner Meinung nach der beste Fotograf in Vietnam war. Henri kam 1971 in einem Hubschrauberabsturz um. Aber was mich auch schon lange beschäftigt, ist auch ein Nebenzweig der Pressefotografie. Und das ist die Fototelegrafie. Die einzige Kamera, die ich in meinem Reporterleben behalten habe, sind M-Kameras. M-Kameras. Da muss ich natürlich jetzt mal wieder anfangen, aber das ist mir. Was sind da für ein Objektiv drin? 50 oder 35? 50, oder? 35, ja. Ne? 35. Neu gerechnet ist, sehr gut, sehr gut. Das ist die einzige Kamera in der Welt, wo man mit beiden Augen offen fotografieren kann. So ist es, so ist es. Man kann immer sehen, was der links da tut, wenn ich die hier oben fotografiere. Roman, ich bin ein Kollege von Sterben. Ah. Der Leberkirch. Seine Laufbahn verfolgt. Vor allem die Strecke. Vielen Dank, dass ihr gestanden habt. Ihr bleibt noch ein bisschen, ne? Oh, cheers, looking at you. Cheers. Das Glas. Das Glas. Jawohl. Vorsicht. Hm? Vorsicht. Mann, ich weiß. Weil ich schaukle.
Viel Spaß noch. Danke dir. Und ja, wir machen jetzt mal wieder. Wann ist Foto Kiewer? Ich bin mit abgesprungen und habe dann fotografiert, wie die Hubschrauber losfliegen und die vietnamesischen Soldaten da hinten in die Baum hinein. Und dann geht es in den Dschungel, wo das immer war. Wie der Dschungel aus, wie in der Gegend nördlich von Saigon. Das heißt aber, Sie müssen in solchen Situationen müssen sich auch relativ eng machen. Für unsere Radiofotomaschinen überlegen Sie sich mal. So. Ich möchte gerne die Unterschriften haben von Leuten, die für heute. So werden die Bilder praktisch direkt vor Ort. Geld übersetzen, die Leckwitz geht nur in Licht übersetzen. Das war das Hauptarbeit. Das war unser täglich Brot. Ohne so eine Maschine. Ja, die schönsten Fotos wären nichts wert, ohne das Ding nicht mehr. Das ist das Beste, was Plugs for us. And I just mentioned it to the professor here again, who controls all this. Und das ist der Mann, der das alles sammelt. Zum Überleben oder zum... Das war die letzte, die ich benutzt habe. Da ist ein anderer Name dran gewesen, aber wir haben immer... Associated Press steht da. Und ein anderer Name. Aber ich habe die mitgenommen damals in Vietnam. Okay.